Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp des Tages heute am Freitag. Ja, der Interimsvorstand von ThyssenKrupp hat noch einmal bestätigt, dass der Deal mit der indischen Tata fix ist. Die Bedenken der Anleger seien unberechtigt und das wird so kommen. Und man will zwar den Bereich Stahl abgeben, sich künftig als Technologiekonzern aufstellen. Nichtsdestotrotz wird auch die jüngste Prognoseerhöhung bei Salzgitter positiv auf die Aktie gewirkt haben. Wir sehen es hier sehr schön. Von den Tiefs im Bereich 19 Euro haben wir uns wieder deutlich entfernt, haben 1,50 Euro zugelegt, sind dabei, diesen Widerstand hier im Bereich von 20,40 Euro zu überwinden. Und dann sehen wir, dass wir technisches Potenzial hätten, eben bis zur 200-Tage-Linie, die knapp oberhalb von 22 Euro verläuft. Das wären also mindestens 7, 8, vielleicht sogar 9%, die hier Luft sind. Wie gesagt, wenn wir hier drüber gehen, dann wäre das Ziel 24 Euro. Kollege Vögel ist noch etwas skeptisch wegen der ungelösten Führungsproblematik. Das heißt, das ist noch kein Vorstand, kein neuer Vorstand gefunden. Aber ich denke, man wird hier eine Lösung finden, die auch für die Investoren zufriedenstellend ist. Wie gesagt, die Aktie hat jetzt Potenzial, 19%. Mit dem Schein hier, mit dem Faktorzertifikat unseres Partners Morgan Stanley, MF1 H6W, sind Sie gut beraten. Aktueller Kurs 4,66, Faktor 3. Chance, sage ich mal, in dem Bereich 6,50 Euro. Stoppkurs 4 Euro. Das war schon wieder für diese Handelswoche. Schönes Wochenende, viel Erfolg beim Traden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.